So, den kriegen wir auch noch tot. Und da sind wir sogar schon fast beim Tempel angekommen. Mit noch 6 Schatten. Und das war's auch schon. Ha. Sehr schön. Unsere Aufgabe ist erledigt. Die Reliquien sind wieder an ihrem Platz. Ja, Zeus, Hades und Poseidon. Tempel. Arkanthos, die Götter waren schon früher mit euch. Vielleicht wird einer von ihnen jetzt auch helfen, wenn ihr sie bittet. Gut, dass in einem von ihnen Poseidon verehrt wird. Es hat keinen Sinn. Warum antwortet Poseidon nicht? Vielleicht ist euch ein anderer gesonnen. Was ist mit Zeus? Ihr alle, geht! Schnell! Wir hätten das erste Tor zu Tartaros öffnen sollen. Wenn du den Atlanta getötet hättest, als er dir den Dreizack abnahm, hätten wir das auch gekonnt. Was, wenn er aus der Unterwelt entkommt? Was schon? Er wird keine Armee ausheben und sie nach Ägypten führen, bevor ich den Altvorderen befreit habe. Was ist mit den ägyptischen Göttern? Einzig Osiris würde gegen uns stehen und Khemsit behauptet, dass Seth sich um ihn gekümmert hat. Ausgezeichnet. Selbst wenn Arkanthos aus Erebos entkommt, wird er mir nicht noch einmal entgehen. Das wäre besser für ihn. Poseidon wünscht seine Söhne wieder an die Macht. Kein Atlanter wird ihn aufhalten. Ja, erst einmal cool, wie Zeus Treppen bauen kann. Das würde um einiges einfacher machen. Sehr toll. Und wie wir gerade gehört haben, scheint Poseidon auf Gargarensis Seite zu sein. Deswegen hat er wohl Arkanthos nicht geantwortet. Gut, gehen wir ins nächste Szenario. Ihr habt also keine Ahnung, wo wir sind. Admiral? Was tut ihr hier? Wir haben uns verirrt. Und Pech habt ihr auch noch. Ich bin Amanra. Haltet eure Männer bereit. Wir müssen dieses Gebiet verteidigen. Verteidigen gegen was? Diese Oase birgt noch andere Schätze außer Wasser. Eine Reliquie liegt hier vergraben und meine Feinde sind unterwegs, sie mir zu stehlen. Was haben wir damit zu schaffen? Seht euch um. Diese Schluchten sind die einzigen Zugänge zu dieser Oase. Benutzt sie und ihr lauft den Anhängern von Seth in die Arme. Entweder ihr sterbt dort oder ihr kämpft mit mir hier. Jo. Ihr habt die Dame gehört. Verstärkt die Befestigungen und bereitet den Angriff vor. Jo, also gut. Bevor wir jetzt hier irgendwas machen, tada, willkommen in der Ägypter-Kampagne. Also die Griechen-Kampagne, sagen wir, oder den griechischen Teil der Kampagne, besser gesagt, haben wir hinter uns. Jedenfalls größtenteils. Wir werden aber noch als Griechen spielen, keine Sorge. Jetzt spielen wir erstmal als Ägypter. Bergen Sie das vergrabene Artefakt, ist die Mission. Wehren Sie die Angriffe aus den drei Schluchten so lange ab, bis Ihre Dorfbewohner das Artefakt ausgegraben haben. Schicken Sie Dorfbewohner zur Ausgrabungsstätte und das Artefakt zum Bergen. Errichten Sie Verteidigungsanlagen und binden Sie Einheiten aus, um das Gebiet abzusichern. Schwerpunkt. Ägyptische Sammler. Die Ägypter verwenden zum Bau ihrer Gebäude kein Holz. Für viele der Gebäude werden keine Rohstoffe benötigt, einige kosten jedoch Gold. Da die Ägypter langsamer bauen als die Griechen, ist es sinnvoll, mehrere Dorfbewohner mit dem Bau des Gebäudes zu beauftragen. Genau. Enito. Also gut. Wir müssen diese Welle so lange wie möglich halten. Das heißt, wir stärken mal kurz unsere Wirtschaft ein kleines bisschen.
Habe ich noch einen... Wo sammle ich Gold? Da sammle ich Gold. Da kriege ich aber nicht genug Holz für. Also mache ich erstmal den hier, damit die schneller Gold sammeln. Und baue mit dem Gold, was ich schon habe, an allen drei Stellen neue Wachtürme auf. Und zieh mal meine Truppen an passende Stellen. Ich hätte einen Marktplatz. Der bringt mir noch nicht viel. Der bringt mir nur Rohstoffe. Deswegen schicke ich erstmal meine Truppen los. Und dann muss ich am besten hier an der Stelle eine Kaserne bauen. Oh, eine Waffenkammer wäre auch nicht schlecht. Also ja, der eine Turm schafft es schon mal ein bisschen, uns die Feinde vom Hals zu halten. Das könnten wir erforschen, dann produzieren wir mehr Nahrung. Oder kontrolliere ich Nahrung und können einen von denen hier abziehen, um eine Waffenkammer hier zu bauen. Das ist jetzt ein bisschen doof. Die schweren Speerkämpfer wollen da nämlich durch. Und das ist auch irgendwie doof, dass sie jetzt außerhalb der Mauer steht. Ihr Sprungangriff, den sie nämlich hat, ist ein bisschen da kontraproduktiv, aber die kann da ruhig stehen bleiben. Ja, die hier die Mauer einreißen, das ist nicht so schön. Ah, da kommen auch noch Gegner. So. Waffenkammer wird gebaut. Verteidigungsturm wird gebaut. Wir können mal die Sichtweite vom Verteidigungsturm erhöhen. Okay, das macht es schon mal ein bisschen einfacher. Dass wir hier einen Turm haben. Das reparierst du mal geschwind die Mauer hier ein bisschen. Das kostet uns nämlich nur Gold. Und Gold haben wir im Überfluss. Beziehungsweise haben wir bald im Überfluss. Nahrung brauchen wir nicht so dringend. Die kriegen wir nämlich jetzt gut rein, dank dem Isis-Upgrade. Was wir halt bräuchten, wäre mehr Arbeiter. So. Du baust jetzt mal hier eine Kaserne und ich zeig mal kurz die Struktur der Ägypter, also im Gegensatz zu den Griechen. Die Griechen hatten für ihre drei verschiedenen Typen von Einheiten jeweils ein eigenes Gebäude. Also Kaserne für Infanterie oder Militärakademie für Infanterie, Schießanlage für Fernkämpfer und Stall für Reiterei. Und eben die Waffenkammer für die Upgrades. Ach ja, die Festung noch für Belagerungseinheiten und die Spezialeinheiten. Die Ägypter hingegen haben erst einmal die Kaserne. Und später müssten sie... Wo ist sie? Da ist die Migdol-Festung. Genau, die Kaserne, die Migdol-Festung und die Waffenschmiede haben die Ägypter. In der Kaserne bilden sie ägyptische Einheiten aus, also Standardeinheiten. Also die Infanterie, die stark gegen Kavallerie ist. Die Infanterie, die stark gegen... Also Infanterieeinheiten werden in der Kaserne ausgebildet. Speerkämpfer, die Infanterie, die stark gegen Kavallerie ist. Axtkämpfer, Infanterie, die stark gegen andere Infanterie ist. Und Bogenschützen, die stark gegen Infanterie ist. Also das, was wir auch von den Griechen kennen, also den Hopliten, den Hyspaspist und den Toxoten. In der Migdol-Festung werden die besseren, also die Kavallerieeinheiten besser gesagt ausgebildet. Also sie unterscheiden zwischen Infanterie und Kavallerie. Und zwar Wagenschützen, das sind Bogenschützen, die stark gegen Infanterie sind. Hatten wir eigentlich hier schon. Dann Kameleinheiten, die sind stark gegen Kavallerie, gegen andere Kavallerie. Und Elefanten, die stark gegen Gebäude sind oder einem, was sich in den Weg stellt. Also eher Elite-Einheiten mäßig. Dann haben wir hier unten die Belagerungs-, die Waffenschmiede.
Dort werden halt Belagerungstürme gebaut. In die kann man Einheiten schicken, die Pfeile abschießen und später Katapulte. Ansonsten ist alles ziemlich gleich, nur dass halt ihre Wirtschaftsgebäude, also das, was bei den Griechen das Lagerhaus war, ist bei ihnen in das Bergarbeiterlager und das Holzfällerlager unterteilt. So, Kaserne ist fertig, dann Forschungen. Und noch mehr Verteidigungstürmchen. Und ich schicke mal am besten einen meiner Helden noch hier hin. Und ziehe die Priester hier zusammen. Ich könnte übrigens mit den Priestern hier jeweils einen Obelisken bauen, dass wir die Angriffe früher sehen. So, die kosten nicht ganz so viel. Oh ja, noch mehr Gold. Nahrung wird ja gesammelt. Ein Tempel kann ich nicht bauen. Das ist nämlich jetzt bloß Einführungsmission mit Standardeinheiten. So, erstmal Schleuderkämpfer verbessern. Und dann Speerkämpfer und dann Axtkämpfer. Obwohl, erstmal Schleuderkämpfer verbessern und dann mal 5 Schleuderkämpfer oder so rausholen. Was wir auch nicht können, weil wir nicht genug Holz haben. Also verbessern wir unsere Holzindustrie. Durch das wir fast kein Gold mehr haben. So, da wir fast kein Gold mehr haben, schicke ich mal dich zum Goldabbau. So, mittlere Schleuderkämpfer sind gut. Hol ich mir noch ein paar davon, so 5 Stück, und dann gehe ich auf... Die Reliquie kommt zum Vorschein. Gehe ich am besten auf Speerkämpfer. Und ja, es ist eigentlich nur ein Spiel auf Zeit. Was wir hier machen. So, noch ein Schleuderkämpfer und dann verbessern wir die Speerkämpfer. Man sieht die Infanterieeinheiten der Ägypter, jetzt mal abgesehen vielleicht von den Schleuderkämpfern, die ziemlich viel Holz kosten, sind recht billig in der Anschaffung. Was halt daran liegt, dass sie auch nicht so stark sind wie zum Beispiel griechische Einheiten. So, wir haben mal wieder ein paar Speerkämpfer hier drüben. Und ein Katapult. Das macht... Au. Das hat gerade unseren Turm ziemlich eingerissen. Was nicht so schön ist. Also müssen wir hier einen neuen Turm aufbauen. Am besten ein bisschen vom Schuss weg. Und weg mit dir. So, sehr schön. Das heißt, wir können den Priester mal hier rüber abziehen. Wir können mal ein paar Speerkämpfer ausbilden. Das ist wieder einer meiner Türme. Jawohl. Das wird wehtun, wenn sie hier durchbrechen. Kann man aber fast kaum verhindern, wenn man nicht aufpasst. Gleich ist einer meiner Schleuderkämpfer tot. Von einem Katapult getötet.